Also Boko Haram hat eine neue Spezialität jetzt, fermentierte Schweinshaut. Eine Fermentierung ist nichts anderes als eine Erfüllungsprozessung. Und sie machen das mit der Haut von einer Sau. Und die Borsten lassen sie rein, damit sie nachher schön zwischen den Zähnen das Fleisch rausstechen können, wie bei einem Zahnstocher. Also es ist so, wenn es so geschlachtet wird, dann wird die einfach noch gemetzelt. Und die Haut wird nachher einfach irgendwo im Schlachthof laumen liegen lassen. So wird geschlachtet. Das heisst, sie wird ausblütet, so wie es bei den Muslimen gang und gäbe ist. Man sagt dem Halal. Ist zwar verboten in der Schweiz, aber das Importieren von Halal-Fleisch ist erlaubt.